Moin Moin, liebe Fußballfans. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Ausgabe von HSV Hangouts und diesmal vor der Premiere, vor dem Bundesliga-Debüt als Trainer von Bernd Hollerbach gegen RB Leipzig. Und deswegen freue ich mich, mit meinem Kollegen von der Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer, über das Spiel sprechen zu können. Moin Guido nach Leipzig. Hallo Stefan, Grüße aus Leipzig. Ja, ihr habt ja sicherlich auch mitbekommen, dass hier beim HSV der Trainer gewechselt wurde. Erzähl doch mal, wie wurde das in Leipzig aufgenommen? Steht Hasenhüttl da vor größeren Schwierigkeiten jetzt? Und weil er nicht genau weiß, wie er die Mannschaft einschätzen kann. Beide kennen sich ja auch noch ganz gut vom gemeinsamen Trainerlehrgang. Wie ist die Stimmung aktuell in Leipzig? Ja, ich war ja gerade bei der Pressekonferenz von RB Leipzig. Der Hasenhüttl sagt, dass natürlich die ganzen Dinge, die sie jetzt über den HSV zusammengetragen haben, in die Tonne kloppen können, dadurch, dass jetzt ein neuer Trainer da ist. Also ganz sicher geht mal Hasenhüttl davon aus, dass der HSV mit einem neuen, frischen Geist nach Leipzig kommt. Auch nicht unbedingt mit einem offensiven System, sondern dass sie erstmal die Abwehr schließen wollen, weil sie ja relativ viel Tore kommen. Den Bernd Hollerbach sehr, hat sehr von ihm geschwärmt. Klasse Typ, tolle Arbeit in Würzburg geleistet. Aber eins ist auch klar, die 3 Punkte, die bleiben natürlich in Leipzig, da muss ich euch enttäuschen. Ja, das ist natürlich eine sehr mutige Ansage, vor allem wenn ich mir die letzten Spiele von Leipzig mal genauer ansehe, gerade mal ein Sieg in den letzten 6 Spielen, da muss man nicht unbedingt Angst vor haben, obwohl natürlich normalerweise die Vorzeichen recht klar scheinen, wenn der Vierte gegen den Vorletzten spielt. Ihr seid allerdings auch sehr anfällig bei Standards. 8 der letzten 9 Gegentore sind durch Standards gefallen. Wie will Leipzig dieses Problem denn lösen jetzt gegen den HSV? Ja, der Herr Hasenhüttl hat ein bisschen was dazu gesagt, aber nichts Griffiges. Sie haben natürlich viele Dinge probiert. Also bisher haben sie ja gespielt hinten bei Standards, dass die ganz Großen im Raum standen. Und dann haben sich in dem Fall dann HSV-Spielern abgearbeitet. Das hat nicht so ganz gut funktioniert in den letzten Wochen. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt Willi Orban und Upamecano, die großen Typen, auch Bernardo, dass die dann eben bei Papadopoulos und Co. auch sind, dass da wirklich eine richtige harte Manndeckung gibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass man erstmal die Standards vermeiden sollte. Und wenn der HSV nicht vor das Tor kommt von Leipzig, dann kann der Papadopoulos oder sonst wer auch kein Tor reinköpfen. Also das ist so die Maßgabe. Sie möchten gerne Standards vermeiden. Und wenn der HSV, wie gesagt, der ist ja nicht bekannt für einen tollen Angriff. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt einen habt. Wenn der HSV nicht vor das Leipziger Tor kommt, dann gibt es auch keine Standardsituationen. Ja, gerüchteweise soll der HSV tatsächlich über eine Offensive verfügen. Es ist auch denkbar, dass Jan-Fiete Arp jetzt nach überstandener Erkältungsphase wieder zurück in die Mannschaft kehrt. Und wenn der HSV eine Stärke in der Offensive hat, dann sind es tatsächlich Standards. Also genau die Schwäche von Leipzig könnte man vielleicht ausnutzen, denn 7 der zugegeben mageren 15 Saisontore wurden nach einem ruhenden Ball erzielt. Also das ist vielleicht wirklich die Möglichkeit für den HSV, dann Leipzig auch zu knacken. Gleichzeitig wiederum habt ihr auch personelle Probleme. Wie ich hörte, ist der Einsatz von Naby Keita und Emil Forsberg fraglich. Das kannst du vielleicht gleich mal besser beantworten. Ist das denn ein anderer Fußball, auf den Leipzig dann ohne die beiden spielen müsste? Wie schätzt du das ein? Ja, also die DNA von RB Leipzig haben ja alle durchschaut. Sie greifen früh an, sie spielen schnell nach vorne. Das ist egal, ob der Keita oder Forsberg spielt. Daran ändert Hasenhüttl nichts. Er hat jetzt so ein bisschen eine andere Nuance ins Spiel reingebracht. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart da wurde nicht so sehr früh angegriffen, also dass sie sich auch mal ein bisschen zurückziehen, das gibt es auch. Übrigens hat der Keita heute wieder normal mittrainiert, der war nur erkältet, der läuft auf. Das ist der beste Fußballer, den ich in Leipzig je gesehen habe. Emil Forsberg spielt definitiv nicht und leider auch Marcel Halstenberg, da hat sich ja ein Kreuzbandriss zugezogen am Dienstag, fällt also die ganze Saison aus und auch für die Nationalmannschaft, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ich mag den HSV sehr, toller Verein, super, super Fans und wir wünschen natürlich dem HSV das Gute. Und natürlich hat der HSV einen Angriff und natürlich kann der HSV auch in Leipzig gewinnen. Wir haben es ja in der letzten Saison gemerkt, 3-0 hier in Leipzig. Leipzig ist nicht so besonders gut drauf, das muss man sagen. Es gibt da viele Baustellen. Es ist die zweite Saison als Aufsteiger ist nicht einfach. Die Mannschaften haben sich besser auf RB eingestellt, auf das Spiel von RB. Dann gab es natürlich auch Angebote für die Superstars, Keita, Forsberg und so. Und die jungen Männer müssen damit erstmal klarkommen. Also der Umgang mit Erfolg ist die Königsdisziplin. Das hat ein schlauer Reporter der LVZ mal vor ein paar Monaten geschrieben. Und das ist auch so, trotz allem Platz 4, das ist noch okay. Aber jetzt sollten wir auch mal wieder 3 Punkte her.
Ja, du hast es angesprochen, die Mannschaften wissen mittlerweile, wie sie sich auf RB Leipzig einstellen können. Ganz interessant ist es vielleicht auch, wie Hollerbach sich auf Leipzig einstellt. Im Training deutet sich da eine Dreierkette, die dann sicherlich in Leipzig hauptsächlich zur Fünferkette gemacht wird, an. Im Zentrum dürfte Papadopoulos auflaufen, auf links dann wiederum Rick van Drongelen. Das ist auch schon die erste Überraschung und die erste Neuerung durch Hollerbach. Und rechts könnte sogar Gideon Jung in dieser defensiven Dreierkette dann auch zum Einsatz kommen. Dadurch bliebe kein Platz mehr für den bislang unter Ex-Coach Bristol gesetzten Mergi Mafra übrig. Also da deuten sich doch durchaus personelle Wechsel an. Wallacy wurde jetzt begnadigt, heute auch offiziell auf der Pressekonferenz von Hollerbach. Er spricht sogar von einem sehr wichtigen Spieler für den HSV. Er will das Vergangene in Vergessenheit rücken lassen und gibt ihm hier eine neue Chance in Hamburg. Da muss man allerdings auch gucken, ob der Brasilianer nun mittlerweile auch ein bisschen Lust wieder hat, hier für den HSV auch gegen den Ball zu treten. Denn die Lust konnte man ihm durchaus absprechen bei den Eindrücken der letzten Wochen. Ja, also ich bin gespannt, ob mit einer Dreier- bzw. Fünferkette versucht wird, die Leipziger Hochgeschwindigkeitsfußball zu knacken. Ich denke allerdings trotzdem, dass es nicht ganz gelingen wird. Ich tippe auf einen 2-0 Heimsieg. Was denkst du denn? Ja, ja, ich wäre auch mit dem 1-0 Heimsieg zufrieden. Ja, wenn du ein Laufduell hast zwischen Papadopoulos und Timo Werner und der Timo Werner hat ein bisschen Platz, dann hat der Papa natürlich keine Chance oder auch die anderen Abwehrspieler nicht. Aber ich glaube schon, dass der Hollerbach Ideen hat, wie man eben die Räume so verengt, dass diese Sprintfähigkeit von den Jungs, von den Leipzigern gar nicht so zum Tragen kommt. Das hat der Christian Streich in Freiburg gut gemacht. Da gab es also ganz, ganz wenig Raum. Und wenn du keinen Raum hast, kannst du noch so schnell sein. Das bringt dir dann auch nichts. Also es ist schon Druck auf dem Kessel insgesamt auch in Leipzig. Und der Trainerwechsel hat denen natürlich nicht gefallen. Der Trainerwechsel beim HSV, das ist klar. Wie gesagt, es müssen jetzt langsam mal wieder Punkte her. Man ist nicht zufrieden mit den letzten 6, 7 Spielen. Und was war denn noch? Wer spielt denn? Ach so, was ich fragen wollte, genau. Mit dem Wallacy, mit der Begnadigung. Das bedeutet ja dann zeitgleich, dass unser Dominik Kaiser dann kein Hamburger wird und weiter hier sein Geld verdient in Leipzig. Ganz genau. Dominik Kaiser wird definitiv nicht in diesem Winter zum HSV wechseln. Nach meinen Informationen könnte er, zumindest von Kaisers Seite, für den Sommer wieder ein Thema werden. Da muss man aber, das ist sehr spekulativ, da muss man A, gucken, in welcher Liga der HSV spielen wird, B, welches Personal da noch zur Verfügung steht, wer hier auch spielen will, Stichwort Wallacy. Und gleichzeitig wird Kaiser aber seinen Vertrag jetzt in Leipzig erfüllen, nach meinen Informationen. Er wird nicht zu einem anderen Verein wechseln, trotz zahlreicher Angebote von anderen Bundesligisten. Und von daher wirst du ihn auf jeden Fall im Leipzig-Trikot noch sehen, ein halbes Jahr lang. Ja, Stefan, ich habe es ja im Vorgespräch, das darf ja keiner wissen, dass wir vorher schon mal kurz getalkt haben. Ich habe dir gesagt, das ganze Elend beim HSV fing 2008 an. Ihr hättet meinen alten Kameraden, Teamkollegen von Mainz 05, Jürgen Klopp, haben können. Und irgendein Hirni hat dann gesagt, weil die Hose nicht so ganz hügelfrei war oder das Haar ein wenig wild und der Mann unrasiert ist, holen wir den nicht. Und man sieht, was er Borussia Dortmund gemacht hat. Ich glaube, Dortmund und HSV waren damals in einer ähnlichen Situation. Beide irgendwie nicht mehr erfolgreich, beide in der Tradition verharrt und wollten wieder Großes erreichen. Und der BVB hat sich dann den Klopp geschnappt, weil ihr nicht haben wolltet. Ja, so geht's manchmal. Ja. Ich wünsche euch mit dem Bernd Hollerbach alles Gute. Ich kenne ihn auch privat. Wir haben in der zweiten Liga ab und zu gegeneinander gespielt. Ich war schon relativ brutal, aber dann gab es einen, der war brutaler. Das war der Metzger, der Bernd. Ich glaube auch, dass er seine Mentalität auf jeden Fall auch auf die Spiele übertragen kann. Und der HSV wird die Liga halten, bin ich mir ganz sicher, und wird ein harter Brocken für die Mannschaften werden. Ich hoffe, dass Leipzig irgendwie damit umgehen kann. Das werden die HSV-Fans sicherlich gerne hören. Du hast es angesprochen, wenn Klopp hier keinen Vertrag bekommen hat, weil er mit zerrissenen Jeans zum Vorstellungsgespräch gekommen ist und das Haar zu wild war, dann dürftest du allerdings auch keine große HSV-Zukunft mehr vor dir haben. Also stell dich bitte nicht darauf ein, dass dir hier ein Vertrag angeboten wird. Nein, Spaß beiseite. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Einschätzung. Ich denke, die HSV-Fans wissen jetzt auch, dass man vor Leipzig keine Angst haben muss. Und vielleicht hat der Bernd Hollerbach auch zugesehen und weiß, wie man den RB-Riegel dann auch knacken kann. Ja, also ja. Vielen Dank, Guido, dass du zur Verfügung gestanden hast. Es hat mir Freude bereitet. Und den anderen Fußballfans wünsche ich natürlich in erster Linie ein gutes Spiel. Also Guido nach Leipzig, alles Gute. Ja, Gruß zurück und wir sehen uns am Samstag in der Red Bull Arena. Grüße nach Hamburg, geile Stadt,